Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Heute ist wieder ein Dualseelenvideo dran und ja, wie du siehst, da hinten es brennen schon die Kerzen. Es wird so langsam Zeit für Gemütlichkeit und für schöne Abende mit Kerzenschein und Tee. Ich liebe das ja sehr, ich mag das, diese kuschelige Zeit. Und ja, da passt vielleicht auch dieses Thema ganz schön dazu, beziehungsweise wenn du dieses Video jetzt schaust, dann mach dir doch einfach was Schönes zu trinken, kuschel dich in eine Decke ein und hör einfach zu, welche drei Gründe es gibt, warum du immer wieder mit deiner Dualseele zusammentriffst. Es gibt sicherlich mehr Gründe. Ich habe die drei genommen, die für mich persönlich am wichtigsten sind und die ich auch als die wichtigsten erachte. Bevor wir aber loslegen, möchte ich kurz etwas in eigener Sache zeigen und loswerden. Mir persönlich hat es auf meinem Weg unendlich geholfen, über meine Erfahrungen zu sprechen, aber vor allem auch die Dinge aufzuschreiben. Ich habe viel in einem Blog verarbeitet, ich habe Posts gemacht und habe auch für mich einfach sehr, sehr viel über die Dinge, die ich erlebt habe, mit meiner Dualseele aufgeschrieben. Und wenn dir das auch so geht, dann habe ich vielleicht etwas für dich, und zwar ich habe zwei Tagebücher kreiert. Das hier ist das erste, Live in the Moment, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, wirklich im Moment zu leben. Und ja, diese Bücher sind ganz einfach gestaltet. Es gibt hier innen drin linierte Seiten mit hier einem, ja, einem kleinen Symbol an der Seite. Und das ist eins der beiden Diaries, der beiden Tagebücher, die ich kreiert habe. Und jetzt möchte ich dir noch das zweite zeigen. Ich liebe das sehr. Das ist für die Mädchen in uns. Das ist ein kleines, süßes Einhorn mit ganz viel rosa Glitzer. Und ich finde, rosa Glitzer brauchen wir ganz, ganz viel. Gerade auch, wenn es darum geht, dass es einem vielleicht mal wieder nicht gut geht, weil gerade eine Phase ist, wo die Dualseele sich nicht meldet. Und auch hier innen drin linierte Seiten und hier das niedliche kleine Einhorn. Ja, das kurz in eigener Sache. Wenn dich die beiden Bücher interessieren, dann findest du unten die Links dazu. Gibt es bei Amazon. Ich würde mich natürlich freuen. Und ja, dann unterstützen wir uns sozusagen gegenseitig. Aber jetzt natürlich zu den drei Gründen, warum du immer wieder auf deine Dualseele triffst, beziehungsweise warum ihr immer wieder voneinander trefft. Und der erste Punkt, da geht es ums Loslassen. Ihr seid noch nicht wirklich bereit, den anderen gehen zu lassen. Und deswegen zieht ihr euch mit eurer Energie immer wieder an. Da kann es lange Zeiten geben, in denen komplette Funkstille herrscht, in denen ihr euch überhaupt nicht seht. Und dennoch kommt der Moment, wo ihr wieder aufeinander trefft. Allerdings zu Zeiten, wo ihr noch nicht in der Lage seid, es wirklich zu leben, weswegen es eben dann auch wieder getrennt wird. Und das hat damit zu tun, dass ihr eben noch nicht wirklich bereit seid, den anderen loszulassen. Denn es geht ja auf diesem Weg darum, die bedingungslose Liebe zu lernen. Und zur bedingungslosen Liebe gehört ganz klar das Loslassen können. Den anderen zu lieben und zu sagen, genau weil ich dich so sehr liebe und weil ich möchte, dass du glücklich bist, lasse ich dich gehen, weil vielleicht ist es mit mir nicht machbar? Vielleicht ist es mit mir nicht das Richtige. Und das heißt eben nicht, dass deswegen diese Liebe kleiner ist oder dass man da aufgibt oder irgendwas, sondern das Loslassen ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte und eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben, die auf diesem Weg zu bewältigen sind. Und ja, wenn da einfach der Wunsch noch zu groß ist, beziehungsweise dieses ja, dieses Aneinanderkleben, dieses Festhalten und dieses Nein, ich möchte denjenigen aber nicht gehen lassen, dann werdet ihr eben vom Universum, von Gott oder von was auch immer wieder zusammengeführt. Aber wie gesagt, eben, es ist noch nicht lebbar, beziehungsweise es ist auf einer Stufe, wo die Aufgaben noch nicht gelernt wurden, wo die Muster noch nicht gelöst wurden. Und deswegen werdet ihr wieder getrennt. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, denn es geht genau um diese Muster. Und diese Treffen zwischendurch sind wichtig, um diese Muster zu erkennen. Denn nur wenn ihr immer wieder aufeinander trefft und immer wieder, ich nenne es jetzt mal, die gleichen Fehler macht, ja, das ist jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne zu sehen, weil es gibt ja in dem Sinne keine Fehler. Aber wenn ihr eben immer wieder beide dieselben Verhaltensmuster an den Tag legt, dann habt ihr diese Muster noch nicht durchbrochen und noch nicht gelernt.
Ich kann ja ein Beispiel bei mir geben. Es war so, er hatte sich zurückgezogen und dann kam irgendwann der Kontakt. Und ich habe mir natürlich vorher ganz fest vorgenommen, jetzt werde ich Klartext reden. Jetzt werde ich ihm sagen, dass das so nicht geht, dass ich nicht damit leben kann, dass er immer wieder verschwindet und dass ich das nicht mehr möchte. Ja. Und dann stand er vor mir und was ist passiert? Ich habe meinen Mund nicht aufgekriegt. Ja. Und genau das ist es eben, worum es geht. Solange diese Muster nicht gelöst sind, werdet ihr immer wieder aufeinandertreffen. Und das ist gut so, das ist wichtig. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf diesem Weg. Denn nur wenn ihr immer wieder diese Muster durchlebt und sie dadurch erkennt, könnt ihr sie letztendlich lösen. Und das ist ja eben ein wichtiges Ziel auf diesem Weg und ein wichtiger Punkt, warum, ja, warum man überhaupt aufeinandertrifft. Um eben zu erkennen, was da zwischen euch ist, was nur deine Dualseele in dir so stark hervorbringt, was du auch bei anderen hast, aber bei deiner Dualseele wird es so krass hervorgebracht, so krass getriggert und ist so stark wie in keiner anderen Verbindung. Und genau deswegen müssen diese Muster eben immer wieder erkannt werden, damit sie gelöst werden können. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Und der dritte Grund ist tatsächlich eine Prüfung. Und das ist eben dann auch dieser Punkt, der hängt auch wieder mit Punkt 2 sehr stark zusammen, dass ihr in Anführungsstrichen geprüft werdet. Sind die Muster schon gelöst? Könnt ihr ein anderes Verhalten euch gegeneinander, euch gegenüber jetzt an den Tag legen? Oder sind es noch die alten Verhaltensmuster, die letztendlich eben auch zu dem Schmerz führen und die dafür zu führen, dass diese Liebe noch nicht gelebt werden kann? Und ich sage es jetzt mal ganz krass, wenn die Prüfung bestanden wird, dann bekommt ihr unter Umständen die Chance, dass ihr gemeinsam in eine Beziehung geht. Und wenn die Prüfung nicht bestanden wird, weil ihr wieder in alte Muster, in alte Verhaltensweisen zurückfallt, dann werdet ihr wieder getrennt. Und auch hier wieder, das ist wichtig. Und es geht hier nicht darum, irgendwelche Fehler zu machen oder dass hier irgendjemand euch was Böses möchte. Es geht auch nicht um schlechtes Karma oder irgendwas. Es geht rein um diesen Weg zu lernen, warum ihr auf eure Dualseele getroffen seid, nämlich um hier drin aufzuräumen, um all das zu heilen, was hier drin schlummert und was eben noch nicht in der Heilung ist. Das ist der Weg und ja, der ist hart und es ist auch schwer, immer wieder auf diesen Menschen zu treffen und immer wieder getrennt zu werden, natürlich. Aber letztendlich ist es der einzige Weg. Und deswegen passiert es immer wieder. Und es ist wirklich eine Prüfung, wie gesagt, ein bisschen im übertragenen Sinne. Es geht hier natürlich nicht darum, irgendwas richtig zu machen oder irgendwas zu bestehen, sondern es geht darum, bei dir zu sein. Und wenn du auf diesen Menschen triffst, und wirklich deine Muster gelöst hast, gelernt hast, was bedingungslose Liebe ist und wirklich das in dir geheilt hast, was da an Wunden gewesen ist, warum das nicht lebbar war, dann ist alles möglich. Und dann kann es sein, dass ihr noch Dinge gemeinsam zu heilen habt oder aber ihr merkt dann eben auch, dass ihr euch dennoch trennt, aber dann in Liebe. Auch das ist möglich, denn ich sage es immer wieder, ich bin keine Verfechterin davon, die sagt, Dualseelen müssen zwangsläufig in eine Paarbeziehung gehen. Würde für mich auch keinen Sinn ergeben. Aber das ist meine persönliche Einstellung dazu. Aber es ist möglich. Ja? Aber erst, wenn eben diese Muster wirklich gelöst sind. Und das sind die drei meiner Meinung nach wichtigsten Gründe, warum es immer wieder kommt, dass ihr zusammengeführt werdet oder dass ihr auch in irgendeiner Form voneinander hört. Ja, dann kann es sein, dass ihr plötzlich irgendwie in die Nähe des anderen zieht, ohne es zu wissen, oder dass, ja, dass ihr irgendwo an ähnlichen Orten seid und ihr wisst es gar nicht. Ihr seid deswegen trotzdem energetisch, aber immer wieder beieinander. Und es geht darum, wirklich komplett loszulassen, den Gedanken loszulassen, mit diesem Menschen in eine Beziehung gehen zu müssen, denn nur dann bist du frei, alles in dir zu heilen, was dort geheilt werden möchte. Und dann ist, wie gesagt, alles möglich. Das waren meine drei wichtigsten Gründe. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Und wie gesagt, wenn du Lust hast auf eins meiner kleinen Tagebücher, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie bei Amazon erwirbst. Bis zum nächsten Mal.